Band 3, Folge Nummer 30. Hier im 12. Kapitel ganz am Anfang. Wir sind in irgendeiner Bruchbude abgestiegen in den Keller. Und Wilson da Silva hat uns gesagt, dass hier Leute in großen Gruppen reintransportiert werden, von bewaffneten Leuten begleitet, aber nie jemand wieder herauskommt. Und er würde gerne wissen, was hier vor sich geht. Und Max macht das natürlich. Max fragt nie, Max macht immer nur. Und dafür macht Max sehr gut. Zumindest so, dass er am Leben bleibt. Okay, noch sehen wir nichts. Und ja, Max hat sich einen Schalldämpfer aus einer Plastikflasche gebaut, die er vor seine Pistole geschnallt hat. Und wir hoffen mal, dass wir hier nicht entdeckt werden. Denn anscheinend, wenn wir einen Schalldämpfer haben, bedeutet das so viel wie, Max möchte nicht entdeckt werden. Hier ist ein Gang, ein langer Gang, und da hinten geht's auch irgendwie weiter. Achso, führt das beides zum gleichen? Okay, alles klar. We're in the morgue. Shit. Hoffentlich kommen die jetzt nicht wieder. Okay, hier werden also Leichen hergebracht und dort verbrannt. Eieieiei. Max, wo bist du hier bloß unterwegs? You can't unsee something, but you can dull the effect. Okay, die Ufer hat hier Sachen. Das konnten wir gerade an der Kiste sehen. Ware und Munitionskiste gefunden. Nice. Nee, da ist nichts hinter, brauchen wir nicht rein. So, noch eine Videosequenz. Da ist jemand. Die beiden Kerle fahren mit dem Fahrstuhl hoch. The Imperial Palace Hotel was a 5-star bonafide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bagload. Maybe the service would be better upstairs. Und schon sind wir eine Etage weiter oben. Wollen wir mal sehen. Noch sehen wir hier nichts. Você não tá fazendo nada, tá fazendo tudo sozinho. Como é que eu não tô pegando nada, rapaz? Tô trabalhando aqui, ficando de olho e vou escutando você reclamar. Oh, shit. Para com essa viadagem, para de reclamar. Que saco cheio. Okay, noch hat uns keiner entdeckt. Na toll, wir sind entdeckt worden. Junge, du hattest doch eine Knarre dabei. Wo hast du die hingeschmissen? Oh, ein Granatenwerfer. Damit kennen wir uns schon aus. Auf jeden Fall. Und ich glaube, die nehmen wir auch. Der Granatenwerfer ist dafür zu kacke.
Jetzt noch irgendwie eine Uzi oder sowas. Ja, mach dich wieder zu Nicht-Vollbildspiel, ist klar. Dankeschön. Ah. Munition für irgendwas aufgesammelt. Wahrscheinlich das Gewehr. Na toll, der hat uns entdeckt. Da ist nirgendwo jemand. Da sind einige. Hä? Oh, jetzt soll ich dich nicht getroffen. Ich werd bekloppt, ey. Na komm, lauft rein. Okay, wo ist denn da jetzt noch jemand? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Da ist er doch gewesen gerade. Mit seinem scheiß Lampenaufsatz konnte er uns richtig schön blenden, der Penner. Arschloch. Okay, hier sind lauter Typen. Eine andere Knarre. Achso, das ist die gleiche, bloß ohne Lampenaufsatz. Ne, dann nehmen wir die mit Lampenaufsatz. Ah. Assi, warst du der Letzte? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Wir locken den anderen mal aus seinem Kaninchenloch. Falls da noch einer ist. Weiß man jetzt natürlich nicht. Ich höre dich schreien, ich sehe deine Knarre. Guck raus. Guck raus, komm schon. Erwischt. So, das war vorerst der letzte. Okay, hierfür wäre der Granatenwerfer natürlich noch lustig gewesen, aber. Na, oh, weiß ich nicht. Lieber nicht. Hä? Ach. Wir müssen mit dem Schalter das Tor öffnen. Da kann ja keiner ahnen. Schnell hinterm Tisch verstecken, hier geht's gleich wieder richtig rund. Weiter vorrücken.
Na toll. Max, komm, fall so hin, dass wir ihn noch erwischen können. Ja, nicht mal im Ansatz. Nicht mal im Ansatz, Max. Das war nur Scheiße. Let's try again. Alter, wo kam der denn gerade her? Na komm, den erwischen wir noch. Nice, erwischt. So, da ist jetzt keiner mehr. Offensichtlich nicht, alles klar. Den haben wir auch erledigt. Sauber. Auch weg. Oh, man kann das am Fadenkreuz immer erkennen. Wenn da so ein kleines X erscheint, dann heißt das, das Ziel, was wir gerade angeschossen haben, haben wir erledigt. Oh, geil. Ist das die Schotze? Oh, ist das, das ist die, die streut. Oh, nice. Jetzt brauchen wir noch eine Einhand-Schnellfeuerwaffe. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob wir da runter wollen. Erstmal noch nicht. Niemand? Da ist jemand. Okay, er ist definitiv down. Nice. Ich glaube, wir müssen hier runter. Okay, da war ganz kurz das X zu sehen. Mann! Alright, gar keine Painkiller mehr. Aber hier gibt's bestimmt. Oh! Alter, dieses ultra krasse Gewehr. When you find yourself in hell, dance with the devil. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Alter, diese dicke 75 Patronenknarre. Ich weiß nicht, ob ich die Schatze nicht lieber will. Die ist eigentlich so geil. Was ist hier für eine Fotokopie? Oh, eine Kopie von Passos Ausweis. Was hat das denn zu bedeuten? Junge, wo kommst du denn her? Schotze. Ich weiß es doch nicht. Wir nehmen mal dieses Ultragewehr.
Okay, ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein schnelles Folgenpäuschen und dann schauen wir mal, ob wir den Weg weiter nach oben in der nächsten Folge beschreiten können. Bis dahin, ciao.